Es ist für uns doch, glaube ich, so kann man das sagen, eine historische Pressekonferenz, wie sie das letzte Mal in dieser Art im Jahre 1946 stattgefunden hat. Es hat damals fast die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung von Südtirol sich für die Wiedervereinigung mit Österreich in dieser Unterschriftenaktion ausgesprochen. Sie wurde damals hier in Wien übergeben. Wir kennen die Geschichte, es ist dann leider doch anders gekommen. Nach über 60 Jahren sind wir heute wieder hier, wieder mit einer Unterschriftenaktion, diesmal zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und wir sind wirklich freudig überrascht, dass uns doch eine kleine Sensation gelungen ist. Es ist gelungen, mehr als 20.000 Unterschriften in Österreich für diese Bürgerinitiative zur doppelten Staatsbürgerschaft zu sammeln. Und wir haben ein bisschen einen Vergleich gemacht der Bürgerinitiativen der letzten 10 Jahre. Diese Bürgerinitiative ist eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen in Österreich der letzten 10 Jahre. Und ich denke, dass das auch für die Parteien in Wien jetzt interessant wird. Denn was wir festgestellt haben, ist, dass Vertreter aller Parteien diese Bürgerinitiative unterstützt haben. Sei es Wähler von den Grünen, genauso wie von der ÖVP, von der SPÖ, von der FPÖ oder vom BZÖ. Und das ist ja das, was wir wollten, dass alle sich damit identifizieren können und dass man eben den Parteien beweisen kann, dass ihre eigenen Wähler hinter diesem Anliegen stehen. Uns begleitet haben heute zahlreiche Funktionäre der Südtiroler Freiheit, nicht nur aus Südtirol, sondern aus dem gesamten historischen Tirol. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir waren immer ein Volk mit verschiedenen Sprachen. Wir sind noch heute ein Volk. Ich fühle mich in Österreich. Ich fühle mich daheim. Österreich ist für mich noch heute Vaterland und Tirol ist Heimat. Sie müssen denken, dass Italien, Tatuns, italienische Sprache, unsere ganze Tiroler Geschichte beraubt. Die Dokumente sind verbrannt worden. Plötzlich waren wir keine Tiroler. Die ersten Gesetze sind nach der Annexion. Alles, was mit Tirol, Abzug und Österreich zu tun hatte, sollte verschwinden. Ich will wieder meine Identität. Das ist also eine hochpolitische Aktion. Einmal die Bekundung, dass wir absolute Nähe zur Republik Österreich wünschen, dass die Südtiroler die österreichische Staatsbürgerschaft auch bekommen. Das bedeutet auch der Anspruch Österreichs darauf, ein Mitspracherecht zu haben, wenn es im Staat Italien um die Anliegen der Südtiroler als österreichische Minderheit geht. Es ist keine Kleinigkeit, über 20.000 Unterschriften zu sammeln, 80% davon stammen von österreichischen Staatsbürgern. Und wir denken, dass sich die österreichischen Parteien im Parlament, denn dort geht es dann natürlich auch, wie die Parteien dazu stehen, dass die sich wohl dann damit gründlich auseinandersetzen müssen, weil ja quer durch alle Parteien ihre Wähler unterschrieben haben. Und wenn diese Wähler sich zu Wort melden, dann müssen die österreichischen Parteien darauf antworten, wie sie damit umgehen, mit der Willensbekundung ihrer eigenen Wähler. Insofern ist auch dieser Aspekt nicht zu unterschätzen. Das ist uns auch besonders wichtig zu bekunden. Es ist nicht so, wie man hier glauben machen möchte, dass die Südtiroler von Österreich nichts mehr wissen wollen. Vor allem, ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, ist einfach, dass es für Südtirol von essentieller Notwendigkeit ist, dass die Bevölkerung in Österreich und auch die Politiker in Österreich diese Verbindung zu Südtirol halten. Denn gerade Sie Journalisten erleben das ja im alltäglichen Leben. Wir hatten vor 50 Jahren, als Italien Südtirol, den Südtiroler Rechte nehmen wollte, in Österreich in allen Landeshauptstädten Kundgebungen, wo die Österreicher auf die Straße gegangen sind, um für die Rechte der Südtiroler zu demonstrieren, weil man die Südtiroler noch als eigene Landsleute empfunden hat. Ich meine, wir sind realistisch genug, dass wir wissen würden, wenn es heute zu einem Bruch des Autonomiestatutes käme, in Österreich sicherlich nicht mehr Tausende von Leuten auf die Straße gehen würden. Weil man einfach diese Nähe zu Südtirol auch verloren hat. Und gerade als Journalisten erleben Sie das. Schauen Sie, gerade in der Sportberichterstattung, das sehen wir immer wieder, wenn ein Südtiroler Athlet, gerade jetzt beispielsweise in Garmisch wieder, irgendeine Disziplin bei einer Abfahrt gewinnt, dann spricht man nicht vom Südtiroler, sondern dann spricht man inzwischen aber leider viele sprechen inzwischen auch in den österreichischen Medien von dem Italiener Christoph Innerhofer.
was am Namen ja schon erkennbar wäre, dass dort irgendwas nicht stimmt. Also die Wahrnehmung auch innerhalb Österreichs gegenüber der Südtiroler Bevölkerung hat sich ja schon in eine Richtung entwickelt, dass es nicht mehr die eigenen Landsleute sind, nicht mal mehr Südtiroler sind, sondern schon Italiener sind. Und da schrillen bei uns einfach die Alarmglocken, weil Österreich hat für die Südtirol-Autonomie die Schutzmachtfunktion. Und gehen wir diesen Prozess 10, 15 Jahre weiter, wer fühlt sich denn dann auch als Politiker für Südtirol und für die Autonomie in Südtirol noch verantwortlich, wenn Italien diese Autonomie kürzt oder streicht? Wer geht denn dann noch her und sagt, wir fühlen uns verantwortlich für die Südtiroler, wir wollen diese Schutzmachtfunktion ausüben, wenn niemand mehr diese Nähe auch diese empfindet? Und das könnte man eben auch durch diese Staatsbürgerschaft beheben, indem das dann eben wieder österreichische Staatsbürger werden. Wir sind schon auch der Meinung, dass dieser Weg, der hier bestritten wird für Südtirol, mit patriotischen, nicht mit neonazistischen Gedankengut, sondern mit patriotischen Gefüge, getragen von der Jugend, der richtige sein wird. Und ich glaube, dass in der Zukunft noch sehr viel drinnen ist für Südtirol. Wenn man die Entwicklung der letzten 5, 10 Jahre ansieht, hätte man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass so eine Entwicklung einsetzt. Darf ich Sie, wie gesagt, recht herzlich begrüßen. Sie werden ja wissen, meine Mutter ist ja auch eine gebürtige Südtirolerin aus Bruneck. Ja. Mhm. Und wie ich heute gesagt habe, die Südtiroler kommen und sagen, mein Gott, grüßen wir es recht schön alle. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Sie zu diesem Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mich auch noch nicht bis ins Letzte befasst habe damit, ja, jetzt inhaltlich, aber wenn es so ein breites Anliegen ist, dass man das einmal in Bewegung setzt, ja, dass man dieses Thema mal bewusst macht. Und dann denke ich, ist das sicher gut auch für den Diskussionsprozess für uns als Parlamentarier, als Politiker, sehr klug hier über Parteigrenzen das zu machen, ja, alle Parteien mit einzubinden. Ja. Also wir werden von unserem, oder ich werde das als Obfrau des Ausschusses mein Möglichstes tun, dass so rasch wie möglich auf die Tagesordnung kommt. Weil ich habe gerade als Obfrau kein Interesse, dass zwar Petitionen, Initiativen angenommen werden und dass sie dann irgendwo versanden. Ja. Wir haben auch diese Gruppe, Südtirol sprechende Bereiche, ich gebe es Ihnen nach, kurz um eine dieser Broschüre, da ist was rechtliche Fragen anbelangt, da aufgetaucht ist Fragen, wie muss Österreich dann für Südtiroler Pensionen bezahlen und so weiter. Ja. Dann ist das italienische Staatsbürgerschaftsgesetz drinnen, also wo genau diese Regelung für diese Auslandsitaliener getroffen wurde und ein Vergleich der doppelten Staatsbürgerschaften in Europa, weil man ja immer die Sorge hat, dass dieser Konvention widersprechen würde zur Vermeidung von Doppelstaatsbürgerschaften, wo man einfach sieht, dass inzwischen die meisten Staaten in Europa diese doppelte Staatsbürgerschaft vorsehen. Mhm. Sehr gut, ja. Dass man ein bisschen kurze Informationen zu der Thematik hat. Super. Okay. Okay, danke. Was geht es heute? Es geht darum, dass nach, sage ich, langem Unterschriften sammeln heute offiziell diese im Parlament einlangen und in Vertretung von der Frau Präsidentin mich beauftragt hat, als designierter Vorsitzender des Südtirol-Unterausschusses diese Unterschriften zu übernehmen. Ich möchte eingangs allen Respekt und Anerkennung aussprechen, weil es ist, glaube ich, nicht leicht eine Emotion dahinter, sondern ein demokratisches Recht, dass Menschen im österreichischen Parlament sich einbringen können. Und das ist der Weg der direkten Demokratie und der wurde dabei gewählt. Und daher ist ganz klar, dass wir diese Unterschriften mit Respekt und Verantwortung heute übernehmen und auch in den parlamentarischen Prozess einbringen. Und dann soll es aus meiner Sicht, und das, glaube ich, ist das Ziel, soll es nach Diskussion, nach Abwägung, soll es eine Entscheidung geben, weil persönlich bin ich einfach allem immer wieder in der Südtirol-Frage bemüht und darum bemüht, dass wir Dinge entscheiden und nicht auf die lange Bank schieben. Ich habe immer meine Einstellung dazu gezeigt, ich habe mir immer dafür eingesetzt, dass man in Wien hier den Sprachraum Südtirol-Unterausschuss weiter behaltet, werden wir in Zukunft einsetzen, dass auch wieder im Parlament aktive Dinge passieren, die dieses Thema, das ja vielleicht jetzt für uns Tiroler am wichtigsten ist, ich sage das auch ganz offen, weil wir natürlich am meisten Bindung und Verbindung haben im tagtäglichen Leben. Und so wünsche ich mir auch, dass wir dieses Thema, glaube ich, abarbeiten können und politisch entscheiden können. Und darf jetzt vielleicht kurz die Freunde aus Südtirol einladen, auch da kurz Stellung zu nehmen. Bitte. Ja, danke, Herr Herrmann. Zunächst einmal möchte ich allen Mitgliedern des Südtirol-Unterausschusses wirklich danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute diese Unterschriften entgegenzunehmen.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir auch zu würdigen. Wir wissen, dass auch verschiedene politische Meinungen zu diesem Thema doppelte Staatsbürgerschaft vorherrschen. Aber es ist uns einfach ein Anliegen, und das war auch mit einer der Gründe, warum wir diese Bürgerpetition, diese Bürgerinitiative gestartet haben, irgendwo allen Parteien die Möglichkeit zu geben, hier zu diesem Thema sich zu Wort zu melden, damit dieses Thema doppelte Staatsbürgerschaft nicht von einer Partei vereinnahmt werden kann. Das heißt, dass jeder Bürger unabhängig seiner parteipolitischen Zugehörigkeit die Möglichkeit hat, sich zu diesem Thema zu äußern und auch durch seine Unterschrift diese Initiative zu unterstützen. Deswegen bitten wir auch die Südtirol-Sprecher des Unterausschusses, dieses Thema dementsprechend auch parteineutral zu behandeln und hier wirklich auf die Materie an sich einzugehen. Denn ich denke, es geht hier einfach um eine Grundsatzfrage. Und zwar die Grundsatzfrage der Identität und damit verbunden natürlich auch der Menschenrechte, dass jeder Mensch, jeder Bürger das Recht haben sollte, selbst zu entscheiden, welcher Identität er sich zugehört. Und Landeshauptmann Durnwalder hat es ja gesagt, wenn Österreich die doppelte Staatsbürgerschaft gewährt, wäre er der Erste, der diese Staatsbürgerschaft beantragt. Und ich denke, das sagt doch sehr viel aus. Und wir müssen uns einfach die Frage stellen, wer auch das Recht hat, einem Menschen seine Identität in Abrede zu stellen. Wer hat das Recht zu sagen, ihr dürft keine Österreicher sein? Es handelt sich hier um ein Anliegen, ein Herzensanliegen, hinter dem wir weder Ideologien noch Parteiinteressen, noch irgendwelche anderen Interessen hervorstreichen möchten, sondern einfach als Herzensanliegen. Und wir haben großes Vertrauen, Herr Mandar, der Präsident des Südtirol-Ausschusses, hat uns diesbezüglich hier jetzt Hoffnung gemacht, indem er sagt, wir werden alles tun, dass es zu einer Entscheidung kommt. Das ist ein grunddemokratisches, friedliches Anliegen und wir würden Sie alle bitten, das ohne jedes Ressentiment, ohne jedes Vorurteil einfach anzunehmen, sich selber damit zu befassen, vielleicht sich auch noch einmal mit der Geschichte Tirols zu befassen, denn wir sind ja nicht freiwillig von unserem Vaterland Österreich getrennt worden. Gut, danke. Ich darf nun jetzt den Martin Schöpf, glaube ich, als Vater bitten um die Übergabe. Martin Schöpf, kein Pastelfer, ist im Stubaital, parlamentarischen Prozess. Ja. Mein Alter. Sie kommen alle dazu. Die kommen alle dazu, ja. I am from Austria. I am from Austria.